Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Destiny Taken King. Oh, ich sehe gerade, dass diese Sachen selbst, charaktergebunden sind, account gebunden sind. Ich habe vorhin Rift gemacht mit einem Charakter, also mit einem Jäger. Und ich habe 15 Marken bekommen und jetzt bekomme ich nichts mehr dafür. Also einmalig die Chance, es zu bekommen. Aber man kann ja Marken aus verschiedenen Gründen farmen. Man kann, ich weiß nicht, ob man immer Marken bekommt, wenn man bestimmte Sachen immer und immer wieder macht, wie zum Beispiel Vorhut-Strikes. Ich hoffe, dass man wirklich jedes Mal, wenn man einen Strike abschließt, 10 Marken bekommt, denn dann machen die wirklich Sinn. Ich hoffe, dass jedes Mal beim Abschließen eines Schmelztiegel-Matches gibt dir 2 bis 3 Marken. Das wäre nämlich meiner Meinung nach fair, wenn alles, wo man Marken gesammelt hat, auch wieder Marken bekommt. Da es sowieso jetzt alles charaktergebunden ist, also accountgebunden, so. Selbst die Dämmerung und die Strike-Playlist ist charaktergebunden, so viel ich weiß. Accountgebunden, nicht charaktergebunden, so. Bin nur noch gespannt, wie es mit den Raids aussieht. So, wir müssen uns leider immer noch im schwachen Level durchschlagen. Aber macht nichts. Wir steigen sowieso immer im Lichtlevel und ich versuche immer eine alte Waffe auf jeden Fall drin zu behalten, solange ich kann, um halt nicht unbedingt die zu wechseln. Weil Kota hat also tatsächlich einen Vater. Sein Name ist Oryx und er ist den ganzen Weg gekommen, um dich zu töten. Das werden wir nicht zulassen. Oryx kontrolliert die Besessenen vom Grabschiff bei Saturn aus. Doch ohne Tarnantrieb kommen wir da nicht drauf. Zum Glück habe ich einen in einem alten Kolonieschiff versteckt, bevor ich von der Vorhut eingezogen wurde. Woher weißt du, dass es noch da ist? Du drückst besser die Daumen, dass er noch dort ist. Ohne. Also, wir sind noch nicht auf Grabschiff. Also, ich denke mal, wir werden dort auch viel patrouillieren. Oh, Takens. Ihr habt's gesehen, ne? Diesmal werden wahrscheinlich die gefallenen Takens sein. Ein echtes Problem. Lass mich raten. 4 Arme, tragen Umhänge. Besessene Vandalen, genau. Keine Gefallenen. Die Besessenen. Dacht uns wie mehr Zeit. Okay, die Besessenen haben die Erde übernommen. Also die Besessenen, die kommen natürlich überall jetzt vor. Und zwar wirklich überall. Und ich denke mal, dass die wahrscheinlich erst verschwinden mit der nächsten Erweiterung. Alter, da, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Die sind heftig. Trotz meines hohen Levels. Also, muss ich sagen, da ist das Lichtlevel schon das Wichtigste am Charakter. Die Level 40 ist voll scheißegal. Lichtlevel ist wichtig. Merkt's euch. Lichtlevel ist immer noch wichtig. Alter. Was? Der hat eine Bubble gemacht. Ist das ein Verteidiger? Hier. Das sah mal strange aus. Der hat echt eine Bubble gemacht. Die können unsere Techniken nachahmen. Da. Die Vandalen. Man hat es ja schon mal in den Rittern gesehen. Die haben eine Nova-Bombe gemacht. Das habe ich mir also nicht eingebildet. Da, der Ritter. Schade, dass man die nur nicht erkennt. Sondern nur an den Fähigkeiten. So, jetzt ruhig rein, hau den weg. Heftig. Jetzt kann ich mal einen Storm Trance machen. Also, die überrennen sozusagen momentan die Erde.
Besessene überall. Und sie bekämpfen die Gefallenen. Die Erde wird aussehen wie Phobos, solltest du den Tarnantrieb nicht finden. Okay. Dann werden wir mal mein Bestes tun hier. Bams, geh mir aus dem Weg, Junge. Ah, ich muss nah dran sein für die. Ah, ein Sniper-Besessener. Auch die können snipern. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Hier geht's weiter. Wir sind nämlich gerade bei Primus, Sebix Primus. Okay, du wirst eine Tresortür sehen. Es gibt einen Trick, da durchzukommen. Sag mir Bescheid, wenn du dort bist. Wir werden natürlich auch Ausschau halten nach Geister. Aber nicht zu lang. Ich denke mal, ich werde so auch Geister finden. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Und die Schlupfgranaten sind nicht explodiert? Ich muss aus diesem Turm heraus. Passiert mir hier was? Nö, da passiert mir eigentlich nichts. Teufelsgipfel. Es wäre cool, wenn man hier auch in der Patrouille hin könnte. Oh oh. Alter! Während die Leibeigenen, die normalen, schnell sind sie, die langsam, aber die Porten. Wie hoch stehen unsere Chancen, dass der Aufzug noch funktioniert? Abwärts bitte. Wir sind auf dem Weg nach. Ach, das waren drei Fahrstühle, oder? War das letzte Mal, dass du diesen Aufzug genommen hast? Nee, ich durfte nur den mittleren nehmen, glaube ich. Funktioniert einwandfrei. Aber ich denke mal, das ist für einen Einsatztrupp, dass man dann drei verschiedene Käfige rein muss. Das wäre cool, wenn das so wäre. Weil alle drei hier in der Mitte, das wäre ein bisschen eng. Aber das mache ich in der täglichen. Ich weiß nicht, ob ich die tägliche jetzt täglich Let's Playen werde oder so, wenn Taken King fertig ist. Aber die Dämmerung, die werde ich auf jeden Fall jedes Mal machen. Und ich werde sie einmal mindestens aufnehmen, weil es ist ja Account gebunden. Und dann braucht man sie nur einmal machen. Und finde ich gut. Monate später gehörte ihnen das Kosmodrom. Die Besessenen schafften das in wenigen Stunden. Wie finden wir deinen Tarnantrieb? Eine Brücke verbindet den Turm mit dem Schiff. Konnte ich es nach Tagen zum Laufen bringen. Ist nicht stabil, also pass auf. Kate, jemand hat die Kommandobrücke. Das war mies. Und die Steuerung zerstört. Ja, da sind die Gefallenen. Versuchen wahrscheinlich, sich die Besessenen vom Leib zu halten. Finde einen Weg, den Strom umzuleiten. In den Oberleitungen gibt es immer noch aktive. Wie kommt man da jetzt rauf? Wenn du die Quelle findest, kann ich den Schaltkreis reparieren. Sobald die Brücke funktioniert, geh zu meinem Versteck oben im Kolonieschiff. Wir warten immer noch auf Details deines Plans, Kate. Oh, gib mir eine Sekunde, Hüter. Komme ich da jetzt ganz da hinten hoch? Boah, das sieht schon geil aus. Wow. Wir müssen da hoch, ne? Okay, mit Anlauf können wir es schaffen. Ich muss hier irgendwie raus. So. Alter, geile Sache. Ja, ich komme hoch, ich komme hoch. Ah, geil. Das ist wahrscheinlich mit dem Titan sowieso einfacher, da hochzukommen. Alter, jetzt müssen wir noch klettern. Da oben ist, da oben wartet bestimmt jemand, ein gefallenen Boss oder so, so ein richtiger Taken. Alter, noch höher. Was ist das? Ah, hier Hecken, okay. Kommen wir denn da rüber? Ja, wir müssten da rüber kommen. Also ist die Mission noch nicht vorbei. Wir müssen ja noch den Antrieb finden und da wartet 100 pro ein Boss.
Ich denke mal, dass wir nach jeder Mission auch Grimoire-Karten bekommen. Okay, sind wieder am Start. Hey, die Brücke bewegt sich schon. Geh im Kolonieschiff nach oben, wo mein Versteck ist. Und pass auf der Brücke auf. Ah, okay. Nein! Nein! Was zum... Das könnt ihr doch nicht bringen! Ich stand doch drauf! Alter, ist die Brücke kaputt gegangen. Wie asozial ist das denn? Finde ich aber geil gemacht, so muss man springen. Hast du einen Vorschlag, welchen Weg wir nehmen sollen? Haha. Die besessenen Leibeigenen sind ja richtig lustig. Die neuen Fähigkeiten, Alter. Hier. Alter, diese Granate hat's in sich. Womit schießt der eigentlich, dieser Vandale? Richtige Trollviecher. Oh. Denkst du, du kannst dich vor mir verstecken? Interessant wird das Ganze, wenn ich die... Wenn ich die ganzen Geister suche. Ich nehme euch auf jeden Fall mit auf der Suche nach den Geistern, nach den Fragmenten von für die Sleeper Simulant. Die ganzen Beutezüge zur exotischen Waffe. Ich mache alles, was sich lohnt aufzunehmen. Alter, sind wir hier bei Mario oder was? Da unten sind noch ein paar. Ich hätte es besser gefunden, die Takens sehen zwar ein bisschen dunkler aus, aber nicht so gleich. Ihr seht ja darauf. Sicher? Also irgendwie müssen wir ja hoch. Ich war schon richtig, glaube ich. Ah, schon richtig. Warum habe ich dann da unten so einen Taken gesehen? Ah. Hier geht's weiter. Hep. Oh. Oh nein! Dieser Troll! Dieser Troll, Alter! Mann! Alter, wie der mich überrascht hat! So ein kleiner Bastard, so ein Räudiger, ey, ich schwör, das war so mies! Das war so mies! Oh, aber geil gemacht, ohne Scheiß! Der Gegner war platziert, aber mit Bedacht. Die wussten, wenn man den da... Na komm, röst ihn! Stormcaller lässt sich aber nicht ganz so geschickt spielen, wie ich eigentlich gedacht habe. Ich dachte, man könnte die ganze Zeit Blitze schleudern, aber... Okay. Alter, ist er voll die Klettertour hier. Nee, komm. Die ersten Parts sind auch schon oben. Da freue ich mich. Na gut, die anderen Parts. Das ist alles Day One, was ich hier mache. Warte mal, ich gucke mir jetzt mal meine Ausrüstung an, weil wir müssten schon langsam richtig gute Sachen bekommen haben. Na, da haben wir doch schon. Ja. Weg damit. Ich weiß nicht, wir haben hier eine 200er Kronprinz Raketenwerfer. Ah, vergleichen wir mal. Explosionsradius, Geschwindigkeit. Diese 30 ist es nicht wert. Sorry, aber für 30... Ich tausche die Yallerhorn nur gegen ein legendäres. Aber die Schuhe.
Verteidigung ist wichtig. Verteidigung ist mir dafür heilig. Auch wenn ich dann diese schönen Perks nicht habe mit der Exo. Boah. Weil eigentlich hätte ich... Ach ja, ich bin jetzt geduckt. Stimmt. Der hat sich gerade automatisch geduckt. Guck. Nein. Nein. Komm. Ist jetzt nicht dein Ernst? Guck ja nicht nach unten. Und zack, bin ich eine Stufe runter. Da wäre ich lieber tot, glaube ich. Das finde ich gut gemacht. Man muss ducken, um weiterzukommen. Also man muss die Fähigkeiten des Charakters im Auge behalten. Du hast schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Dieser Part dauert aber nicht sonderlich lang momentan. Also wir sind noch gut in der Zeit. Jetzt geh doch. Boah, diese Stelle ist, die hasse ich. Jetzt schon, die hasse ich jetzt schon. Was soll das? Jetzt springe ich freiwillig in den Tod. Vielleicht habe ich Glück und komme da oben wieder hin. Wenn nicht, hasse ich dich, Spiel. Nochmal. Diese Stelle ist ziemlich tricky. Also, wow. Hätte ich dem Spiel gar nicht zugetraut, dass man sogar Skill jetzt beweisen muss. Um halt jetzt nicht runterzufallen oder so. So. Dieser Pfosten. So, ich hab's geschafft. Oh, ja, endlich. Double. Wo bleibt der Applaus? Klatscht für mich bitte. Nein, nicht die schon wieder. Geh weg. Nein, ich hasse euch. Ich hab mich gerade selbst um. Nein, nicht hier oben. Boah, wie kann man nur diese Gegner hier oben platzieren? Wer macht sowas? Wer macht sowas bitte? Ey, ich bin auf eurer Seite momentan. Warum greift ihr mich an? Nein. Geh weg. Ich mag dich nicht. Du Gefallener, gehst jetzt auch mal schön sterben. Oh. Ich bin so froh, wenn ich endlich auf der Dreadnought bin. Ich finde den Namen Grabschiff. Ach komm, hier. Ah, ich kann doch gedrückt halten und dann schocke ich die ganze Zeit. Hier, fang! Das ist so eine Gewitterwolke, wie geil. Das kennen wir ja schon. Oh, es geht höher! Aua! Alter, ich habe mir gerade den Kopf gestoßen. Was? Oryx! Fick dich! Nein, das ist ein Echo. Ist mir aber scheißegal, ob Echo oder nicht. Es ist Oryx. Alter, was sagst du zu meiner Yallahorn, mein Freund? Nix, hä? Beeindruckt von meiner Yallahorn? Glaub mir, wenn ich die erste exotische Waffe habe auf 280, dann bist du der Gearschte, mein Freund. Dann bist du richtig der Gearschte. Ach, komm schon. Ernst? Ja. Ich würde es wirklich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad am besten spielen. Aber dafür brauche ich ja die Rüstung. Aber hey, dafür spiele ich es ja, um bessere Rüstung zu bekommen. Da ist er wieder.
Du Pisser! Das war fast meine letzte Rakete. Wo bist du? Ah, weil du schon so viel Schaden erlitten hast. Verstehe. Nein. Nein! Ah, fast. Ah, ich hab den nicht so schnell gesehen. Ich muss schnell hier... Genau. Der macht ganz schön Damage. Wo ist er? Also wenn ich jetzt schon Probleme habe, dann will ich nicht wissen, was mit der täglichen ist, ey. Die tägliche, die macht ja einen dann richtig hier. Nee, ich spare mir das für den nächsten Kampf gegen Oryx. Echo von Oryx, Alter. Finde ich cool gemacht, dass Oryx einfach mal so auftaucht und denkt sich, was steht da, Dildo? Ja, stirb! Ja, es war ein bisschen zu früh, glaube ich. Alter, ich bin noch in deiner Bubble. Geh weg. Aber die Bubble, die schützt selbst mich vor seinen Angriffen, glaube ich. Jawohl. Echo von Oryx Grimoire-Karte. Fahr zur Hölle, mein Freund. Oh, ne Surus. Ich habe ne Surus. Apropos Surus, wir gehen gleich mal in den Turm und gucken, ob wir eine Surus haben. Das, Es wird nicht einfach auf dem Grabschiff. Hast du meinen Tarnantrieb gefunden? Bist du sicher, dass es noch hier ist? Es ist so wie mit allem. Du musst wissen, wo du suchen musst. Geh auf die Frequenz 5982, Geist. Ah, jetzt noch den Tarnantrieb finden? Aber ich denke mal, ich beende den Part nach dieser Mission und dann, wow. Und dann... Da ist es ja. Die besten Verstecke sind immer die, die sich genau vor der Nase befinden. Teleportiere es weg von hier. Ich treffe die Vorbereitungen. Tu mir nur einen Gefallen. Wenn du noch was findest, das ich versteckt habe, lass es für mich liegen. Auf dem Grabschiff. Yay, Kates Versteck, habe ich noch eine neue Grimoire-Karte bekommen. Finde ich cool. Man kriegt sogar für jede... Ah, man kriegt alles, was man abschließt, kriegt man natürlich Punkte und so. Also... Schön. Haha. So, Leute. Dann würde ich mal sagen, war's das? Ich habe da echt Dildo gelesen. Da steht aber Dido. Erstmal gucken, ob noch eine Sequenz kommt. Also so eine Story-basierende... Ihr wisst schon, Sequenz. Wartung steht aus. Erbitte visuelle Bestätigung. Ja, das ist der letzte. Backboard. Bestätigt. Interessante Technik, Kate. Ist das nicht Eris Morns Schiff? Tatsächlich. Hm. Du bist eine echte Künstlerin. Man kann nicht mal die Verbindung sehen. Niedlich. Aber Zavala muss alle Abflüge genehmigen. Ich muss angeben, warum ich es ziehen lasse. Sternenschau? Okay. Wie wär's mit unbefugter Einsatz mit modifizierter Tarntech, um das Grabschiff über Saturns Ringen zu infiltrieren, um seine Waffen auszuschalten, eine Teleportzone aufzusetzen und die Kavallerie zu schicken?
Wie wär's mit Testflug? Es wartet auf dich, wenn du soweit bist. Ich? Ich flieg das Ding nicht. Oh, die Story-Sequenzen sind so Hammer. Es ist viel mehr Story enthalten als im ersten Jahr. Und ohne Scheiß, ich finde sogar 40 Euro noch zu günstig für das. Weil es ist einfach so viel dran gemacht worden, das ist wie ein komplett neues Spiel. Ah, es ist eine Automatik. Die habe ich sogar schon mal. Sieht die nicht schön aus? Aber sorry, ich habe sie schon getestet. Es ist nicht der Beste. So, jetzt die Dildo zerlege ich. Ah, ich habe sogar die bessere von beiden zerlegt. Na egal. Wir kriegen nur durch legendäres Zeug. So, unser Lichtlevel noch mal ein bisschen anheben hier. Da holen wir uns auch noch was Schönes raus. Der Stormcaller wird natürlich jetzt nach und nach besser. Was ist das? Feinde, die durch deine Granate Schaden erlitten haben, verketten tödliche Blitze mit Feinden in der Nähe. Ah, wenn Verbündete in der Nähe sind. Ich habe keine Verbündeten. Erstmal. Also, ich denke mal, den Fokus, da muss ich rumbasteln wie sonst was. Oh, der Part ist schon wieder so lang. Sorry, Leute. Ich muss den Part leider beenden, sonst muss ich zwei Parts rausmachen und das mache ich nicht. Also, ich hoffe, ihr findet es okay, dass die Parts lang sind, weil es ist Destiny, es ist ein Online-Spiel, es ist eine lange Bandbreite und so. Aber glaubt mir, es werden bestimmt noch kürzere Parts kommen, wo ihr denkt, oh, ist das kurz. Das war's schon? Und so weiter. Auf jeden Fall, danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bye bye, euer Zweneter.